Ich habe hier wieder einen Beamer für euch. Und was den so nützlich macht, das zeige ich euch gleich. Aua. Oh, ich brauche einen Stuntman. Also, kommen wir zu den Maßen. Wir haben hier 19 cm Tiefe und dann haben wir hier ein Viereck. 10 cm mal 10 cm. Dann haben wir wieder ganz normal die Anschlüsse hier. Warte mal, ich versuch's mal. Einmal hier ist der Aus- und An-Knopf. Dann haben wir hier USB-Anschluss, ganz normal. Und ein Kopfhöreranschluss. Und ganz normal, wie man es immer braucht, HDMI-Anschluss. So. Dann, was den Beamer so nützlich macht, ist einmal diese Funktion. Habe ich was vergessen? Ja, also der Beamer hat auf jeden Fall keinen Autofokus. Ihr müsst wieder hier vorne ganz normal das Bild fokussieren. Ist aber nicht so schlimm, das geht ganz schnell. Was den Beamer so nützlich macht, ist mit dem Standfuß hier. Der ist fest montiert. Und dann könnt ihr den Beamer hinstellen. Und je nachdem, wie ihr ihn braucht, entweder so oder halt hoch. Und jedes Mal, wenn ihr den Beamer hier verstellt, macht er diese Trapezeinstellung von alleine. Und das Geile ist, das zeige ich euch gleich noch, meine Tochter, meine Kleine, ja, die stellt sich den Beamer neben das Bett hin, also hier ist das Bett, stellt sich den neben hin, projiziert das Bild an die Decke und legt sich schön chillig ins Bett und guckt nach oben auf dem, weiß ich, ich glaube 110 Zoll oder 100 Zoll, was es ist, großen Bildschirm. Das ist richtig geil. Und was noch geil ist, ihr könnt Screen Mirroring machen. Also das Bild vom Handy, also Handy-Display, direkt auf diesen Beamer projizieren und dann könnt ihr das Handy als Videoquelle benutzen. So, hier seht ihr nochmal, was ich vorhin erwähnt habe. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Meine Tochter stellt sich dann wie immer schön neben das Bett und projiziert sich das Bild oben an die Decke. Man kann dann schön einfach im Bett liegen, ohne sich irgendwie zu verdrehen. Einfach auf den Rücken, nach oben geguckt. Zack, hast du ein fettes Bild. Ich finde das mega. So, hier seht ihr nochmal, habe ich extra für euch einen Tisch reingeschleppt, ja. 13 Tonnen schwerer Tisch. Hab den Beamer da drauf gestellt, um euch einfach nur mal zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist, den Beamer hinzustellen. Ihr braucht es nur ankippen, das Bild richtet sich von alleine aus und ist richtig geil an der Wand. So, und ihr seht natürlich auch wieder die Bildqualität. Ich muss einfach wieder sagen, egal welchen Beamer ich hier teste, das sind alles Low-Budget-Beamer, die Bildqualität ist einfach echt krass für das Geld. Bei Beamer ist allgemein bekannt, es muss dunkel sein, dass das Bild auch vernünftig ist. So, wenn ihr hier drauf achtet, seht ihr, dass ich den Beamer ankippe. Damit wollte ich euch nochmal zeigen, wie die Trapezeinstellung läuft. Das macht er automatisch. Ich finde es mega geil. Ihr könnt ihn einfach ankippen, das Bild wird automatisch ausgerichtet. So, das ist einmal der Homescreen. Ja, der ist ja selbsterklärend. Alles drauf. Die unteren Apps, die ihr seht, die kleinen, die könnt ihr selber einfügen, selber löschen. Das könnt ihr selbst konfigurieren. Mein Fazit zu dem Mini-Beamer ist natürlich wie immer, er ist kleinwendig, ihr könnt ihn einfach mitnehmen zu euren Freunden, ihr könnt ihn von Raum zu Raum schleppen, ob Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bild an die Decke projizieren. Die Trapezkorrektur ist natürlich mega geil. Klar, er hat keinen Autofokus, man muss selber drehen, das ist innerhalb von ein paar Sekunden gemacht. Ja, Trapezeinstellung automatisch, ansonsten Anschlüsse, Bildqualität ist top. Also für das Geld ist einfach, also ich kann nur sagen, meine Meinung, für das Geld eine Hammer-Bildqualität, wirklich sehr gute Bildqualität. Ja, je nachdem, wo ihr das Video seht, auf Instagram, YouTube, bei YouTube packe ich das in die Videobeschreibung. Und auf Instagram habe ich auf meinem Profil einen Linktree-Link. Da findet ihr diesen Beamer und alle anderen Beamer, die ich getestet habe. Da könnt ihr dann ja, direkt draufdrücken und euch die Preise angucken, vergleichen, dies, das. Ich hoffe, ansonsten mit dem Video konnte ich euch ein bisschen helfen. Mini-Beamer, gut, diese mit Preis, Leistung, alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!